Agus Quarry, Campfeuerstelle, 20:15. Sieht auf jeden Fall mega fresh und gemütlich aus, ey. Okay. Neue Idee. Partyspiel. Ach. Kommt, Leute. Vielleicht sehen wir uns nach heute Nacht nie wieder. Lasst uns was draus machen. Was schwebt ihr denn vor? Wie wär's mit Ultimativregeln für Wahrheit oder Pflicht, Ruf oder Ehre? Also Dylan-Style. Hm. Okay, alles klar. Jemand fragt dich, Ruf oder Ehre? Dann wählst du und dann machst du's. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also normale Standardregeln. Ja. Ja. Also auch richtig mit Küssen? Wenn man sich traut, ja. Und alle einverstanden sind, eh klar. Supi. Ich meine, du kriegst deine Chance, wenn du dran bist, aber... Gut, wer darf denn zuerst? Das war meine Idee, also... Abigail. Ruf oder Ehre? Ruf. Lieber mal smooth bleiben, ha? Huh? Na gut, dann los. Hast du je mit irgendwem gepennt? Ich... Unterbrechung. Hey, schalt mal runter, Mann, das geht zu weit. Kommt schon. Ich war nicht fertig. Hast du je mit irgendwem gepennt? Hier im Camp? Nein. Nope. Sorry. Okay, Abby, du bist dran. Na gut, okay. Oh Gott. Abby, oh mein Gott, jetzt mach schon, Mann. Ist dir aber ungeduldig. Okay, ich weiß nicht. Ach, ding, ding, ding. Zu spät. Nächster. Ryan. Ruf oder Ehre? Ehre. Immer her damit. Ehre. Immer her damit. Okay, Ryan. Du kriegst mal was Neues. Ich bin gespannt. Ich gebe dir eine Wahl. Und ich sage, du küsst entweder Caitlin... Oder Dylan. Wow. Ich meine, schätze, beide wären nicht übel. Sorry, nicht meine Regeln. Eine fragwürdige Logik, aber okay. Dann mal los. Caitlin oder Dylan? Caitlin oder Dylan? Ich würde sagen, ich nehme die Wahl, die ich nehmen würde. Was denkt ihr, wen nehme ich? Ich nehme natürlich Caitlin. Caitlin? Sollen wir? Immer gerne zu Diensten. War jetzt nicht so beeindruckend, wa? Okidoki, wen nehme ich? Dylan ist ich etwas und enttäuscht. Waren noch nicht dran. Okay. Guter Punkt. Caitlin oder Jacob? Caitlin oder Jacob? Caitlin war eben dran, deswegen nehmen wir Jacob. Na gut, Jacob, mal sehen, was du drauf hast. Oh, Ehre, Ehre, Mann, komm schon. Okay. Ich sage, du springst jetzt über das Lagerfeuer hinweg. Nackt. Oh, cool. Oh, fuck yes, ich spring voll, Idiot, voll über das Ding, aber sowas von. Ja, finde ich keine gute Idee. Nein, Jacob, warte. Mach das nicht. Stopp. Ja, ich sage Veto, du brichst dir noch das Genick. Was? Nein, komm schon, ich kann das. Nein, komm schon. Seine Beine glänzen voll. Schön, Veto. Wisst ihr was? Voll komisch aus. Leck mich doch. Okay? Nehmt jemand anders. Wie du meinst, dann bin ich dran. Ach doch. Emma, Ehre.
Emma, also du küsst... Emma behält gerne die Kontrolle. Jacob? Oder? Oh. Nick. Na dann. Ja. Sorry, Nick. Sie da sagt nur keine Schnitte. Das ist eine Todsache. Vielleicht keine Sache. Gute Idee. Ich nehme Nick. Das war so vorhersehbar. So klar. Ernst jetzt? Es reicht. Es reicht! So eine kleine Bitch. Danke, Nick. Er ist gut. Hier. Du knutschst meine Freundin, Arschloch. Oh, jetzt übertreib mal nicht so, Mann. Das war ihre Entscheidung. Fick dich doch irgendwo ein Spiel. Ja, fuck, was echt nicht. Jacob, was kann er denn jetzt dafür, nur weil sie Stress macht? Das ist jetzt irgendwie gerade bei den Tag und Nacht. Tja, ich schätze, ich sollte ihm wohl mal nachgehen. Kann mal einer die anfangen, du siehst wohl besser mal nach Abby. Meine Güte. So, hat jemand Lust auf ein Schachspiel? Was? Oh Mann. Verdammt. Na, entzückt dich hier zu sehen. Das ist aber nett. Dann sag, was bringst du mir mit? Der Gehängte. Der Gehängte steht für das Aufgeben. Er gewinnt dadurch eine neue Perspektive. Sieh ganz genau hin und denk daran, dass manchmal die Welt erst Kopf stehen muss. Denn sonst lässt man nie los. Doch das sind nur Worte. Ich weiß noch so viel. Willst du lernen? Mehr sehen. Das ist das erste Mal gewesen. Geheimes bleibt verborgen und die Nacht wird dunkler. Gewiss ist, dass wir uns wiedersehen. Pass nur auf. Wo die Wölfe sind, sind Raben nicht fern.